Hallo und willkommen zu Amnesia. Wir erkunden heute weiter die Folterkammern und werden dabei von irgendwelchen bestialischen Monstern gejagt. So, aber hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Ah, ich will jetzt nicht Zunderbüchsen verbrauchen, weil ich hier nicht mehr hingehe. Von da kam ich. Nach da gehe ich. Boah, ich will die Laterne eigentlich nicht ausmachen, aber ich will auch das Öl nicht verbrauchen. Also ich bleib mal hier an den Außenwänden. Hier kann man anscheinend nicht drüber. Zumindest nicht so. Hier ist wieder eine Brücke. Boah, das ist ein Riesenareal. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon mal hier war oder nicht. Vielleicht sollte ich wirklich Fackeln entzünden. So als Gedankenstütze. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Sieht schon fast so... Ah, die eiserne Jungfrau, okay. Das ist auch wieder eine Folterwerkzeug. In dieser drinne waren ganz viele Stacheln. Ne? Haben sie Leute eingefangen. Oh! Ja, das meine ich halt. Hier ganz viele Stacheln. Dann haben sie Leute eingesperrt und zugemacht. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie, fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerz fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Das ist einfach nur krank. Weil man denkt sich manchmal, ne, Folter und ist sehr interessiert, aber man muss sich mal vorstellen, das wurde mit manchen Leuten wirklich gemacht, ne? Naja. Noch ein Teil der Kugel. Wir haben jetzt drei Kugelstücke und eine Giftdrüse. So. Zunderbüchsen. Hier sind auch irgendwelche Pflanzen. Und wir gehen weiter. So, okay, hier waren wir schon drin. Ich entzünde hier mal die Fackel. So, jetzt. Ja, gut, ich werde mich wahrscheinlich sowieso nicht daran groß orientieren. Okay, da kommen wir wieder. Hier kamen wir raus. Da müssten wir... Sind wir am Anfang über eine Brücke gegangen? Ja, ne? Ich erkunde einfach weiter. Oh! Wenn man mal nicht richtig hinguckt, ne? So, ich weiß nicht... Drei Kugelteile haben wir noch. Und die waren alle in ihren eigenen Folterräumen. Das heißt, ich denke mal, dass es noch drei weitere Folterräume und Kugeln geben wird. Also es gibt sechs... Die Rede war ja vorhin von sechs Kugelstücken. Hier waren wir schon. Fehlt nur noch beim lebendigen Leibe von irgendwelchen Viechern aufgegessen als Foltermethode, ne? Das ist dann die, die uns alle ereilt. Also ich werde hier meine Zunderbüchse entzünden. Als grobe Orientierung. Okay, hier sind wir auch schon.
Okay, hier sind wir auch lang. Ich hock mich mal hin. Ganz in Ruhe. Wir haben hier oben alles im Griff. Okay, jetzt lässt es wieder nach. Wir waren hier auch schon. Ja, hier waren wir auch schon drinne. Okay, ich muss die Augen offen halten. Nach Folterräumen. Ich gehe mal jetzt nach links. Oder? Ja. Am besten fliehen und gucken. Ich sehe nichts. Aber meine Sicht wird verschwommen, ne? Hinter mir ist nichts. Meine Sicht wird da verschwommen, wenn ich da hingucke. Das ist halt auch sehr fies. Das Spiel gibt einen nicht oft irgendwelche Monster. Deshalb habe ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung, wie die sich verhalten. Das muss hier vor mir irgendwo sein. Ja, dort läuft's. Okay, wir gucken es nicht weiter an. Puh. Okay, ist dann nach rechts abgebogen. Wir gehen jetzt hier weiter nach links. Boah, die Musik hört aber auch nicht auf, ne? Ich laufe mal, also ich renne mal ein Stückchen. War ich hier nicht schon? Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Die Tür ist schon offen. Warte mal, ich muss nur mal ganz kurz schauen. Hier ist das der Radraum. Bin ich gerade im Kreis gelaufen. Boah, ist aber auch so dunkel, ne? Nein! Boah. Oh, okay. So, hier rechts war ich auch schon. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Und hier nach rechts. Es ist wirklich so dunkel, ne? Und die Lampe macht es halt auch nicht wirklich besser. Hier kommen wir wieder, denke ich, zum Radraum. Was, wenn wir einfach mal geradeaus laufen? Boah, ich blicke halt hier auch nicht durch. An der Stelle wäre ein Map-Plan sehr, sehr gut. Ich irre hier nur. Oh, okay, eine Tür. Altarraumeingang. Nee, von da kamen wir ja. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudano. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Okay, nee, wir waren da ja schon. Wir müssen jetzt erstmal wirklich alle Kugelteile finden.
So. Ich gehe jetzt hier nach links weiter lang. Ja, wir irren hier schon seit 10 Minuten im Dunkeln umher. Hier kommen wir nicht durch. Ist die Tür zu? Ja. Vielleicht waren wir hier auch noch nicht. Nee, hier waren wir schon. Warte mal, wieso ist sie wieder zu? Jumpscare, und zwar jetzt. Doch nicht. Okay, aber hier waren wir ja schon. Das kann es ja auch nicht sein. Vielleicht müssen wir eine Ebene runter. Lieber nicht. Haben wir vielleicht sogar schon alles? Sie bleiben nicht zusammen. Okay, habe ich überhaupt noch Öl in meiner Lampe? Ein bisschen. So, okay, dann gehe ich wieder über die Brücke. Oder muss ich vielleicht wieder zurück in den Altarraum? Da vorne. Dort lang. Okay, dann erkunde ich hier mal kurz weiter. Wobei, nee, hier komme ich nicht weiter. Nein, töte sie nicht. Hier war ich aber auch schon. Hier brennt ja auch schon die Laterne. Das kann's doch nicht sein. Ja, wir sind hier schon dreimal beim Rad. So, passt auf. Ich werde mal ganz kurz mir die Zeit nehmen und mal kurz googeln. Weil es ist halt so dunkel und ich irre hier nur umher und verschwende im Zweifel meine Ressourcen. Ich muss wissen, ob das hier alles ist, was ich finde, oder ob ich irgendwie hier weiterfinde. Ansonsten, ne, für euch wäre es nur langweilig, wenn ich hier noch 3 Stunden in der Dunkelheit Kreise mache. Also, ja. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mal ganz kurz, wie gesagt, gegoogelt, einfach weil ich nicht wollte, dass ich hier jetzt die ganze Zeit nur im Dunkeln umhereile. Und anscheinend gibt es in diesem Bereich, in dem ich bin, wirklich nur die 3 Kugelteile und diesen Giftpilz, den wir ja schon aufgesammelt haben. Und wir müssen jetzt, denke ich, also ich habe jetzt nicht groß weitergelesen, aber ich denke es einfach mal, dass wir jetzt in diese andere Tür müssen. Ne? Wir sind ja bei Akripa im Raum zuerst nach rechts gelaufen. Da gab es ja auch noch einen Weg nach links. Und den gehen wir jetzt. Ja, wie gesagt, sorry, dass ich... Aber ich habe halt auch... Ich meine, ich kann so lange hier im Dunkeln umhereilen, um es rauszufinden. Aber das macht mir keinen Spaß. Halt, wenn ich hier die ganze Zeit nichts sehe und umhereile. Und halt nichts, keinen Stich sehe. Und ich glaube, das macht euch da auch nicht so viel Spaß, wenn es mir keinen Spaß macht, ne? Darum ist besser, man googelt mal kurz und holt sich vielleicht den Hinweis. Und ja. Aber gut, jetzt geht's weiter. Wir waren jetzt hier im Raum, gehen wieder hoch. So. Okay, jetzt ist die Figur weg, die hier war, ne? Die hier hing. Okay, hier waren wir immer noch nicht. Wartet mal, wir könnten das in das Fleisch einritzen. Geht das vielleicht? Nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe auch nicht irgendwas anderes gegoogelt. Ich habe wirklich nur nach dieser einen Halle gesucht, ob es da irgendwas zu finden gibt. Ne? Ich will mich ja auch nicht spoilern lassen, aber ist halt Quatsch, wenn ich die ganze Zeit nur im Dunkeln umhereile. So, wir gehen jetzt... Die Tür habe ich mal lieber offen, um im Zweifel fliehen zu können. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar in diesen Raum. Wie läuft es? Ich habe Vyas Rezept gefunden, dann gibt es vielleicht doch eine Chance. Hör mir gut zu, Alexander arbeitet daran, ein Tor zu öffnen, eine Tür zu einer anderen Welt. Dort will er hin. Versuche deine Wut für einen Augenblick zu vergessen und lass ihn das Portal öffnen, bevor du dich an ihm rächst. Lass mich hindurchgehen, Daniel.
Bitte, finde die Ingredienzien und bereite das Tonikum so vor, wie Weyer es in seinem Rezept beschreibt. Tu das, bevor du die Kugel zusammensetzt. Die Grenze zum inneren Heiligtum kann nur für einen kurzen Moment durchbrochen werden. Wenn nicht alles vorbereitet ist, wirst du mich nicht retten können. Okay. So, er braucht ein... Das, okay, er braucht... Genau, ja. Also er braucht dieses Tonikum, damit wir ihn da irgendwie mitnehmen können und retten können. Das war ja die Veya-Notiz. Okay. Ach, wartet mal. Das Seil muss hochgezogen. Okay, dann ziehe ich es wieder hoch. So. Kann ich es jetzt dran befestigen? Okay. So holen wir uns den Fisch, den wir dafür brauchen. Wenn das dieser Karnek ist. So, das Drehspiel. Und jetzt. Na los. Halt gegen. Zieh. Zieh wieder hoch. Zieh es wieder hoch. Okay, aber reicht das? Reste aufgehoben, okay. Damit haben wir wahrscheinlich den Speichel und was wir auch immer von diesem Flussvieh brauchen. Okay, aber jetzt fehlen uns immer noch 3 Kugelstücke. Wo kommt jetzt wieder so eine Querschiff? Kommt jetzt wieder... Die Angst überkam ihn erneut, ergriff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum, okay. Kommt jetzt nochmal so ein dunkler... Raum. Im Grunde ja, ne? Wie viel noch, Baron? Wie viel muss ich noch aushalten? Töte mich endlich! Töte mich! Der hier. Bereite ihn vor. Okay. Bevor ich nach oben gehe, will ich lieber unten erkunden. Ach, das sind wieder solche Rohre, ne? Hier werden die Leute anscheinend zersägt, ne? Ich glaube, das war auch eine Foltermethode. Da haben die Leute in der Mitte zersägt. Ich glaube, das haben sie eher in China gemacht, dachte ich. Aber wahrscheinlich auch in Europa. Genau, solche... Noch ein Kugelstück. Noch ein Ding. Und eine Info. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Naja. Das Gitter bedeckte ein Abflussrohr. Das Blut muss in einen Behälter. Oh, wie genial. Man kommt nicht an das Blut heran, finde eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Blut aufzubewahren. Ja, gut. Okay, ich brauche anscheinend noch was. Mit dem Zeug kann ich nicht interagieren. Okay, vielleicht muss ich in den anderen Raum... Seil kann ich nicht benutzen. Okay, ich gehe hier wieder raus. Mein Wahnsinn macht hier wieder mich verrückt. So, und wir brauchen wieder Öl. Weil wir bekanntermaßen sehr inflationär damit umgehen. Oh, eine Ratte. Okay. Die wurde noch nicht aufgegessen. Vom Monster. So, wir gehen weiter. Lass mich gehen, du Monster! Das Gestell ist fertig. Gut. Du bist ein Mann. Wie kannst du daran teilnehmen? Geht es ihm gut?
Er ist einer der Schlimmsten. Ich schenke seinen Lügen keinen Glauben. Ich bin kein schlechter Mensch. Es war ein Unfall. Er hat einen Mann angezündet. Es war nicht meine Schuld. Warum glaubt mir niemand? Das ist schrecklich. Selbstverständlich. Wir beschäftigen uns hier mit Monstern. Ah, da haben die Leute draufgesetzt und sozusagen gefehlt. Oh, warum habe ich mir damals so viele Foltermethoden-Dokus angeschaut? Nein, nein, bitte. Ich tue alles, was immer du willst. Alles, ich tue alles, ich bin unschuldig. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Er wollte, es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen, sie werden ihn erneut vergessen lassen. Ja, ob der Brandstifter... Ja, keine Ahnung, ne? Also, wie gesagt, ne, der Weyer, der sollte ja auch... Unschuldige dann sich schnappen, ne? Und foltern. Beziehungsweise, ne, entführen. Und die landen dann hier bei Daniel auf dem Stuhl, ne? So, okay. 1, 2 und letzte Kugel müsste hier drin sein. So, was gibt's hier? Keine Ahnung. Ach, sie haben sie auseinandergezogen. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Ja, so haben sie die Leute dann gequält. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Wenn hier ein Schrank ist, muss ich mich drin verstecken. Wir haben das letzte Stück der Kugel. Bitte lass mich in den Schrank. Okay. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Ja, wir bräuchten halt noch was für das Blut. So, hier haben wir nochmal eine Zunderbüchse. Wir bräuchten irgendwas, um das Blut noch... uns zu holen. Warte mal, kann ich das runterlassen? Ist das jetzt unten? Kann ich das Seil jetzt nehmen? Habe ich irgendwas, um das zu trennen? Vielleicht brauche ich das dafür? Nein. Wir brauchen ja irgendwie jetzt das Seil, um das Glas runterzulassen. Keine Ahnung. Ich kurbel das nochmal nach oben. Ist jetzt was runtergekommen? Nee, es passiert nichts. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Glas runterlassen sollen. Wir haben auch kein Licht mehr. Aber wir haben jetzt alle Kugelteile. Warte, ich schieb die mal aufeinander. Kann nicht kombiniert werden, okay. So, der Schatten schreit wieder. Müssen wir jetzt nach oben gehen? Ich meine, uns fehlt immer noch das Blut. Immer noch das Blut. Okay, hier sind verzerrte Gesichter. Vor allem, hier sind jetzt plötzlich Knochen. Tote also. Die Leute pfählen und kreuzigen.
So. Was haben wir hier? Oh, eine Schnur. Perfekt. Eine Erinnerung? Schaue ich mir gleich an. Eine Notiz? Schaue ich mir gleich an. So, Zunderbüchse, Erinnerung, dann an Notiz. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf ein Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Okay, also der Alexander, ne? Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würde. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist, dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist ein Amnesietrank zu verabreden und es später erneut zu versuchen. Boah, die haben die also im Grunde immer und immer wieder gefoltert. Alles erscheint blau, stand da gerade. So, ich werde jetzt noch kurz das Blut holen. Und dann werde ich wahrscheinlich... Ja, dann werde ich wieder zurück zu Agrippa gehen. War das Blut hier? Bin mir gerade unsicher. Ja. So, das heißt... Verbunden. Nehmen. Und Blut holen. So, wir haben jetzt das Blut... Die Giftdrüse und den Kernek-Knochen. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz in die Notiz von Veya schauen. Unter N, nee, M. Zurück, M, nein, J, Journal. So, Notizen. Und jetzt in die von Memo-Maschinenausstattung. Impfstoffversuche. Maschine? Nein. Memo-Maschinenausstattung? Nein. Zurück. Dann die Tagebücher. Daniels Tagebuch nur. Zurück. Mementos? Nein, das muss eine Notiz sein. Nicht die. Agrippa beeinflusst Veya. So, Optimismus... Die Gift. Okay, Veya sagte mir, dass ich Agrippa befreien könne, ohne ihn zu töten, indem ich ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreiche. Das sind die giftigen Pilze, Lebensessenz Blut, Tamter aus dem Kerneck. So, okay, das heißt, ich kombiniere das Dreis jetzt einfach mal. Giftdrüse mit Blut muss erst gereinigt werden. Was? Okay, Giftdrüse mit oder Kernektropf kann nichts direkt zum Blut hinzufügen. Substanz muss erst gereinigt werden. Ich muss das Blut reinigen.
Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wie wir das alles machen und wie es weitergeht, wie wir Agrippa vielleicht retten und Alexander stoppen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.